Jo! Bist du bereit oder was? Immer. Bist du bereit? Koffer für Alltag. New Pop. Famine. Yalla! CYC Exclusive. Jo Leute, wir sind mal wieder hier in Berlin am Start. Hackischer Markt, nice Gegend. Wir haben Hunger, erstmal ein Steak essen, Leute. Ich zeige euch mein Fit. Hier entspannt die Andy Backlace Boots, wichtig zum Essen gehen. Entspannte Anzugshose, entspanntes T-Shirt. Yves Saint Laurent, Rabbit Four Jacket. Dann Werkstatt München, Werkstatt München, Werkstatt München, Leute, ihr wisst Bescheid, immer die Locals supporten. Und ja, jetzt fahren wir los. Was sagst du, hast du Bock? Safe. Safe, Alter. Leute, wir wollten eigentlich morgen ein Was trägt Tempelhof drehen, aber leider Fashion Icon aus Tempelhof hier positiv. Viele Koffer für Alltag. So Leute, wir pullen jetzt hier ab zu Neuköllnerinnen frühstücken. Les geht. Hier Wustor, Leute, ihr wisst Bescheid. Erstmal entspannt was frühstücken. Hier Neuköllnerinnen, Wechselstraße 66. Warten noch auf Slicky. Wetter ist Baba. Dan, Bro. Alles gut bei dir? Bist du zu früh? Wie immer bin ich zu früh. Ich bin immer zu früh, egal wo ich komme. Zeig mal hier deinen Kopf. So, Leute, ich glaube, bei mir wird es heute das Chocolate Churro und ganz normal die Reese's. Gleich noch ein Baklava bestellen, Leute. Leute, ihr wisst, immer mit Hafermilch bestellen. Da gibt es jetzt so, da war dann so eine Dings so mit Kanye, so, wo der so ein bisschen mehr gefocust wurde. Mhm. Dann war schon ganz witzig. So, okay, hast du deine Meinung zu Kanye? Danke dir. Oh, Kanye gegoldet. Passt. Entspannt was gefrühstückt, jetzt hier zum Kudamm gepult. Schauen erstmal, was so bei Balenciaga abgeht. Yes, sir. Gut geparkt? Ja. Wein und Bier bis dann anprobiert. New Cop. Hey, what's happening? Einfach LV Vanilleköpferl. Baba. Auf absolute Ehre hat uns der Verkäufer einfach eine 032C geschenkt. Also übelst nett. Und ja, schauen wir noch kurz ein bisschen weiter und dann gibt es ein Cheat Meal bei Five Guys, Leute. Five Guys. So Leute, gerade bei Andreas Mokulis gewesen. Ich habe so nachgefragt, ob die paar Rick-Kleiderbügel übrig haben. Hat irgendwie so Bock, die bei mir zu Hause hinzuhängen, weil ich habe so ganz scharfe Holzteile und die wollte ich mal austauschen. Aber leider ist die neue Kollektion erst vorgestern gekommen, deswegen hatten die keine übrig. Jetzt sind wir hier wieder am Hotel und jetzt wird erstmal Bayern gegen Leipzig angeschaut. 4-0 für Bayern. Digga, diese Münchner, die sind einfach so abgehoben, Alter. Thank you.
kann man, glaube ich, in Berlin immer machen, Bro. Ich würde Wie taugt der Döner? Mach mal Review von 1 bis 10. Das sind 7. 7? Okay, bin ich mal gespannt, Alter. Schau mal, Digga, schau mal, 10 Euro. 6 Sales werden gemacht. 10 Euro bei 30 Euro. Ey, oha! Du darfst da rein, Bro. Jo Leute, jetzt hier entspannt, 8. Stock, Hotel Alexanderplatz. Die Boys recorden hier ein bisschen was. Ein paar sind am Chillen hier, ein bisschen Fernsehturm, ein bisschen Nightlights. Tiski ist da, ich bin auch da. Weitel ist auch da, Ben & Jerry's ist auch da. Ich bin nicht fertig, erzähl dir nur was. In mir nur Leere oder Belly voll Drugs. Ich hab viel Money und das kein Spaß. Glaub kein Wort, nur den von Mann. Kacke ist grün, genauso wie mein Glas. Okay, Leute, jetzt Outfit hier. Fang an mit den Schuhen. Frage Doc Martin. Hose. Brandy. Dreh dich mal. De. Und lächeln, unbezahlbar. Der eine, er sieht aus wie der eine Name, den Paula Meister in Mallorca. Leute, wir haben die Nägel vergessen. Nein, keine Lust auf dein Girl. Walla. Boah, das kommt alles nein, so in den Bock rein. Yalla. So, nächster Morgen. Jetzt entspannt was frühstücken und dann in die Helmut Newton Foundation, Leute. Let's go. Was für Gering, Kadina, hä? Digga, er mit seinem Croissant, Digga, da kommt man halt nicht weit. Und der Bro fährt dann mit einem Croissant im Tank nach München. Hey, wo haben wir das? Ich verbrauch nicht so viel Kalorien wie du. Du fette, gewamperte Sau. Wir sind wieder in der High-End-Stadt München.